vorherrscht und diese quasi im sogenannten Madrider Kodex drin sind oder im Dresdner Kodex. Und da habe ich auch ein paar Sachen damit herausgefunden. In Verbindung auch mit diesem Ende des Maya-Kalenders gibt es ein Untersystem, das immer ein Doppel-Null zwischendrin hat, die sehr, sehr wichtig ist. Also angefangen hat eigentlich dieses Phänomen am 20.01.2001. Also wir haben zweimal die gleiche Zahl. Da ist ja bekanntermaßen dieser Busch intronisiert worden. Wobei ich dazu sagen muss, also alleine schon beim Bau von Washington ist die ganze Stadt von der Straße her so angelegt worden, dass wenn man diese Straßenzüge, die jeweils immer entweder aufs Kapitol oder das White House zulaufen, immer auf einer Spitze stehende Pentagramm ergeben, das wiederum ein satanisches Zeichen ist, wobei das White House oder das Kapitol den jeweils immer die Spitze ausmachen. Und hier haben wir den Effekt eben mit dem 20.01.2001, dass Bush da quasi intronisiert wird, wo wiederum den Vorname von George W. quasi verbindet mit dem griechischen Erdarbeiter, das, was ich vorhin erzählt habe, in Verbindung quasi auch mit New York, mit den Anschlägen von New York, weil York ist ja quasi ein Untername oder andere Form von einem und demselben Name, also auch mit George verbunden. Und das geht dann weiter, quasi mit der Anschläge vom 11. September, geht dann weiter mit dem Kriegsbeginn am 20.03., also 2003, wobei die 2003 die erste Primzahl ist, im sogenannten dritten Jahrtausend. Die letzte Primzahl ist die 1999 und da fällt sehr, sehr massiv auf ein anderer Effekt mit der letzten Sonnenfinsternis, die wir am 11. August 1999 hatten. Die lief ja über den 49. nördlichen Breitegrad, also über Karlsruhe und fast quasi den 48. mit ein. Und da hatte man den Effekt, dass Karlsruhe eigentlich früher hieß Heliopolis, also eine griechische Siedlung war oder eine griechische Gründung war und dass sie auch bekannt ist als die sogenannte Stadt der Atlantiden. Wenn man jetzt da hingeht und sucht sich einen Stadtplan aus, den ich übrigens in meinem vierten Buch mit drin habe, von 1742 wird man feststellen, dass Karlsruhe so erbaut ist, dass die Straßen quasi eine Pyramide ergeben, wobei an der Spitze der Pyramide quasi eine Ringstraße umgeben ist, von der weg wie Sonnenstrahle ähnlich verschiedene Straßen quasi weglaufen und die Spitze dieser Pyramide bildet eben das Karlsruher Schloss. Also das ist nochmal ein Hinweis da dazu hin. Dann gehen wir weiter in dieser 00 oder Doppel-Null. Entschuldigung, ein Hinweis zu was? Zu 2012? Auch zu 2012, also innerhalb... Ja, aber das war eigentlich die Frage. Also kommen wir mal da zum Punkt 2012. Da kommen wir gerade dazu. Ja. In Verbindung quasi 2001-2001, 2003-2003, dann haben wir 2004-2004, das war übrigens Geburtstag von Hitler, ich glaube, das war der 100 und noch irgendwas. Und dieses Phänomen endet letztendlich am 20.09.2009. Genau an diesem Sonntag haben wir den Bundestagswahl in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass zwischen heute, also zwischen Inauguration von Obama und diesem Datum ein paar Sachen passieren, wobei die Biden ja ein paar prophetische Aussagen dazu gemacht haben oder so, dass wir uns auf eine ganz, ganz große Geschichte, die sehr, sehr plötzlich kommt, darauf einstellen müssen. Und was es nur genau ist, sein wird oder so, weiß ich noch nicht. Ich habe aus meiner Daten heraus eine Sache stehen, wo es wieder im Zusammenhang mit New York geht, also dass da quasi nochmal ein Anschlag stattfindet, der ziemlich New York, sagen wir mal so, platt machen wird, im Komplette. Also zwischen jetzt und dem 20.09.2009 soll das passieren, ja? Inauguration, okay. 20.01.2009, also Inauguration von Barack Hussein Obama. Und 20.09.2009 wird irgendein Ereignis stattfinden, dann haben wir dieses Doppel-Null-Effekt. Irgendein Ereignis, ne? Ja, ab nächstes Jahr weg, da haben wir nur noch eine Null drin, also 20.10.2010. Dann haben wir 20.11.2011 und 20.12.2012, wobei 20.12.2012, genau Mitternacht, haben wir quasi das Ende vom Maya-Kalender. Und für dieses Ende des Maya-Kalenders, der... Ja, da gibt es also 20.12. stimmt nicht genau, es ist glaube ich der 21. oder 3. Ja, ist doch korrekt. Wir haben hier die Grenze 20.12. Also, Mitternacht, okay. 21.12. Hört quasi dieser Kalender auf und beginnt dann auch wieder neu im Rhythmus, ich weiß nicht von wie viel, zigtausend Jahre neu zu rechnen oder so. Und ja, dieses Ding ist quasi in sich integriert als nochmal ein unterverschachteltes Zahlensystem, wo eins quasi in das andere mit reingreift und wo immer im Zusammenhang steht mit diesen biblischen Prophezeiungen, mit diesen Prophezeiungen im Koran drin und mit diesen Prophezeiungen auch in der
in der Tora drin oder im Tanach drin. Also du siehst da schon eine Verbindung zwischen 2012 und doch apokalyptischen Dingen, beziehungsweise eher unangenehmen Dingen, oder? Jein. Man muss da unterscheiden, also erstmal die Leute, die da ankündigt werden, also es ist ja prophezeit, dass die Götter der Mayas wieder zurückkommen oder so, und von denen ist ja eigentlich bekannt, dass sie die Lehrmeister waren, und wir müssten uns eigentlich mehr Sorgen machen um diejenigen, die im Moment die Macht haben, die quasi innerhalb dieser Illuminate-Geschichte drinnen sind, wo eigentlich kein Sau durchblickt, wer ist eigentlich der Oberilluminat, so der jeweilige oder so, weil es in sehr verwirrend quasi alles höchst geheimisch, und da sind solche Gruppierungen wie beispielsweise Skulls and Bones oder so, da weiß auch niemand, wer ist oder so, da werden einfach Posten oder bestimmte Positionen zugeschanzt untereinander. Man ist also letztendlich dann immer Täter und Opfer in einer und derselben Person, ohne dass man dahinter blickt oder so, wer ist eigentlich wer und warum läuft die Geschichte eigentlich. Weil wenn man das ein bisschen hinterblickt oder so, da kommt den Baron John von Neumann mit ins Spiel rein, der übrigens auch bei diesem sogenannten Philadelphia-Experiment und beim Bau der ersten Atombombe mit der Rolle gespielt hat, oder überhaupt in diesem Manhattan Project in Los Alamos, wobei Los Alamos übrigens rückwärts gelesen Somala Sol bedeutet, also Körper der Sonne. Und die Sonne ist ja nichts anderes wie Wasserstoffbombe im Dauerbetrieb, also seit rund, weiß nicht, 10 Milliarden Jahre oder so, oder 5 Milliarden oder 6 Milliarden Jahre, man ist sich da noch nicht für ganz einig, wie lange das schon geht. Es sind quasi Unterverschachtelungen, wo, wenn man den richtigen Anfang dazu hat oder so, man sehr, sehr klar dieses Worldknäuel quasi auseinanderklappbuchstaben kann, inklusive sämtliche Knoten rausmache, dass ein sehr, sehr eindeutiger rote Faden dabei entsteht. Okay, Elia, also wie ich es eher ein bisschen jetzt befürchtet oder erwartet habe, haben wir da einfach jetzt einen riesigen Informationskoloss ausgebreitet. Mhm. Und es soll einfach jeder selbst sehen, was er damit anfängt oder ob er was damit anfangen kann. In jedem Fall bedanke ich mich bei dir sehr herzlich, dass du dir sehr viel Mühe gemacht hast, das Ganze hier möglichst verständlich aufzubereiten. Ob es da gelungen ist, müssen die Hörer selbst entscheiden. Und schauen wir mal. Ich zweifle das eher ein bisschen. Wie gesagt, es sind so viel zu sehr verschachtelte Informationen ineinander. Ja, du musst es glaube ich noch ein bisschen ordnen. Also es ist so noch recht schwierig, aber es ist irgendwie spannend. Also ich muss sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der salopp gesagt so drauf ist wie du. Das ist unglaublich. Und also zumindest mal niemand, der wirklich mal diese Geschichte mal so angegangen ist, wie ich das begonnen auf habe. Auf der Ebene, naja, also habe ich so noch nie gehört. Ja, also diejenigen, die im deutschsprachigen Raum also Namen haben bezüglich dieser Thematik, das sind unter anderem also Peter Grasser, kenne ich persönlich, oder Hartwig Hausdorff kenne ich persönlich. Hattest du gekannt, weil leider ist er ja schon gestorben? Ich weiß, hatte ich gekannt. Ja. Den habe ich zwei oder dreimal getroffen. Den Erich von Däniken kenne ich persönlich, ist einer der für mich höchststehende Persönlichkeiten, von dem ich überzeugt bin, wenn wir die ganze Geschichte mal im Positive hinter uns haben, dem werden sie mal wirklich goldene Monumente hinstellen. Oder? Naja, er war einer der ersten, die das überhaupt die Zusammenhänge hergestellt haben. Alleine nur diese Geschichte in sich, wie das eigentlich mit von Däniken angefangen hat, mit dieser große Latein quasi Übersetzung ins Deutsche rein oder so, wo er irgendeinen Bibeltext gekriegt hat von seinem Lehrer, und der hat das Ding dann auch übersetzt und hat sich dann auch gewundert, was er dafür, also er, wie er das formuliert hat, einen Scheiß zusammengeschrieben hat, und geht dann auch zu seinem Lehrer hin und fragt ihn, und der guckt sich das an und sagt, nö, Erich, das ist alles korrekt, was du da übersetzt hast, ist genau so, stimmt das schon so? Und dann fragt sich von denjenigen, so hat übrigens seine Weltgeschichte eigentlich angefangen, sagt sie von denen, Entschuldigung, wenn das wirklich, was ich übersetzt habe, stimmt und es steht in der Bibel drin, dann kann in der Bibel was nicht stimmen. Ja, schreibt den Jock im Chat, du sollst doch einen Videoblog machen, also vielleicht eine Anregung, ähnlich wie mein nächster Gast, dich per Audio-Video-Files da drinnen zu verewigen. Ansonsten gibt es ja den Blog, der von diesem Ankünder aus verlinkt ist, wo also ständig Unmengen an Informationen online gehen, und wer die Zeit hat und das Hirn schmeißt, der kann sich da durchwühlen. Elia, ich danke dir für dieses heutige Gespräch und wünsche dir noch einen angenehmen Sonntag. Bitte, wenn ich nur einen Satz sagen darf, also ich möchte es nochmal wiederholen. Jeder, der irgendwie Lust hat oder so, sich mit mir zu unterhalten, irgendwie tiefer gehen oder irgendwelche Informationen hat, kann sich gerne an mich wenden per E-Mail oder über Skype oder so. Also ich bin im Skype unter Elia Papa ganz einfach zu finden.
Man kann dann auch persönliche Gespräche, die ich auch schon gehabt habe, die gingen dann auch über 12, 14 Stunden am Stück oder so, wo der andere dann auch ein bisschen einen besseren Durchblick gehabt hat, wie die meisten Hörer jetzt wahrscheinlich in diesem Gespräch drin. Aber es ist leider nicht anders darstellbar, und zwar hängt es nicht an mir, sondern es hängt einfach nur an den wahnsinnig vielen Kreuz- und Querverbindungen, die da untereinander verschachtelt sind, und man kann es eigentlich nicht anders darstellen in so kurzer Zeit, wie ich das versucht habe zu tun. Sollte mir das nicht gelungen sein, tut mir leid. Nein, wie gesagt, es war mein Versuch, es war natürlich auch ein bisschen ein Experiment, das ist diese Sendung aber eh fast immer. Und ich sage mal, es ist gut so, wie es ist, danke, und wir werden ja sehen, wie es da weitergeht. Danke, Ilja, und schönen Gruß in das Schwabenland. Ne? Dankeschön. Das Schwabenländle, gut. Tschüss. Tschüss, ciao. So, also Ilja Papa, ich meine, es sei jetzt einfach mal dahingestellt und in Kürze dann in das Archiv gestellt. Und ich dachte mir einfach, den Mann will ich jetzt einfach der Welt oder der Crop FM Welt nicht vorenthalten, weil, wie gesagt, für mich, so in der Art habe ich das noch nie gehört. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe das noch immer sicherlich nicht ganz begriffen, was er jetzt da wirklich meint, so ungefähr schon, aber jenes interessiert, kann ihn auch mailen. Das ist vielleicht die beste Methode, um da weiter einzusteigen. Sorry, also das Pult hat heute recht gut durchgehalten, aber das wäre jetzt wohl dann auch austauschen müssen, weil so ganz funktioniert das Setup da noch nicht, wie ich es gern hätte. Die Telefoniererei hat heute auch nicht so ganz hingehaut, was jetzt die Verständlichkeit des Anrufenden und des Gastes anbelangt. Sorry, müsste jetzt aber eigentlich hinhauen. Ich werde es aber vor dem nächsten Mal, wenn ich sowas mache, ausführlich testen. In der letzten Ausgabe hatte ich zwar Telefon und Skype, aber nicht gleichzeitig. Und da mein Pult da irgendwie Schwierigkeiten machte, kam ich nicht mehr zum Testen. Egal, das sind Details und es wird halt immer besser. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen für Ihr Interesse. Es waren doch einige hier und es geht ziemlich rund im Chat. Ein wichtiger Gast schreibt da, wo bleiben die Kornkreise? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls war es irgendwie ein interessanter Ausflug, finde ich. Wichtig, unwichtig ist im Grunde in jedem sein Universum anders zu beurteilen. Und ja, sei jetzt einfach einmal so in die Welt hinausgestellt und man kann es dann einfach, wahrscheinlich muss man es öfter anhören, um dahinter zu steigen. Das nächste Mal auf Crop FM hören wir Bauchi. Bauchi, einigen schon bekannt, war in der 200. Ausgabe, die auch Open End war, bereits kurz zu hören, in einer seiner doch recht zahlreichen heißbrecherischen Aktionen. Alles Nähere erfahrt man auf seiner Website, bauchisworld.com oder auf Nuoviso. Auf der Nuoviso-Website wird auch alles dann natürlich verlinkt sein, etc. Auch ein sehr, sehr spannender Mann, schon ganz anders eigentlich als Ilja, aber mindestens genauso, wie sagen wir da, fanatisch oder entschlossen, an dieser Welt was zu ändern. Und wie wir es heute wieder mal gehört haben, scheint es ja durchaus nötig zu sein. Ich brauche zwar nicht unbedingt die rote Laterne der atomaren Katastrophe dafür, aber es ist ja klar, dass es ganz so nicht weitergehen kann. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen fürs Zuhören. Wir wollen mehr, Tarek, schreibt der Rakete. Ja, 2,5 Stunden, ich glaube, oder 2,75 Stunden, ich glaube, uns raucht jetzt eh schon allen der Schädel. Demnächst mehr, und zwar am 13. Februar 2009, zu gewohnter Zeit, Bauchi auf Sendung. Danke allen fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Macht es gut. Die meisten Menschen sehen die Welt nur in Schwarz-Weiß, aber sie sehen bunt. Bis zum 13. Februar.